Hallo liebe Hungrige, Milchreis, ein Gericht aus Kindertagen, das wir alle irgendwann geliebt haben, in Kombination mit Oreos wird daraus eine richtig leckere Variante und getoppt mit etwas Fruchtigem, eine süße Delikatesse und nicht nur für Kinder. Die Zubereitung ist denkbar einfach und wir brauchen dafür Milchreis, alternativ Rundkornreis, Milch, Oreos oder vergleichbare Kekse, Butter und als Topping zum Beispiel Apfelmus. Meiner Meinung nach passt aber am besten dazu Kirschkompott oder, und die verwende ich, Kirschgrütze. In einen ausreichend großen Kochtopf geben wir die Butter, erhitzen und schmelzen sie darin, schütten den Reis in den Topf, rühren alles mal durch und gießen dann die Milch dazu. Insgesamt 3 Tassen Milch auf eine Tasse Reis. Alles mal durchrühren, damit nichts am Boden haften bleibt. Und jetzt geben wir die Kekse mit hinein. Nochmals umrühren. Den Deckel auf den Topf geben und alles bei maximal mittlerer Temperatur für ca. 35 Minuten köcheln. So in Abständen von 7 bis 8 Minuten immer mal den Deckel abnehmen und alles durchrühren. Und ihr werdet feststellen können, dass Oreos und Reis eine immer intensivere Symbiose miteinander eingehen. Am Ende haben wir einen schönen, gequollenen und schokoladig gefärbten Milchreis. Diesen nehmen wir dann vom Herd, tun auf und ergänzen alles, in meinem Fall mit der Kirschgrütze. Passt farblich, aber vor allem eben geschmacklich ausgezeichnet dazu. Ihr werdet sehen, nicht nur Kinder mögen diese Milchreiskomposition. Ich wünsche euch viel Spaß beim Kochen und dann recht guten Appetit. Und falls ihr sehen möchtet, wie ihr die rote Grütze zum Milchreis ganz einfach selber zubereiten könnt oder ihr den Milchreis lieber für eine Kokos-Milchreis-Kühlschranktorte verwenden wollt, dann habt ihr hier die Gelegenheit. Über euer Abo freue ich mich natürlich sehr. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, bye bye.